So, letztes Mal gab es keinen Sex, das heißt, jetzt gibt's auf die Fresse. Nachtsitzung. Oh, das ist, da bin ich jung. Nathan, I'm so tired. Can we go now? Oh, jeez. Is that what time it is? I'm sorry, I was concentrating on my work. I know you've had a long day. Hey, this morning I bought your book. What do you say we get you tucked in and I read to you? Yes, please. I must have left it in the other room. Why don't you go in there and get it? I'll finish up here, and then we can go, okay? Sure, I'm on it. Wie wäre es, wenn wir aus dem Raum einfach abhauen? Mag den grünen Kobold, ich auch. So, where did he leave that book? I need books. Lots of books. Stop it, Aiden. It's not funny. Not funny, honey. Aiden? Are you doing that, Aiden? Ja, dann Aiden eigentlich auch. Who the hell? Ich merke gerade. Warte mal. Wobei, nee. Ich dachte gerade, es wäre jetzt verzögert, das Bild in OBS, aber ist es nicht. Es ist alles gut. Nichts ist passiert. Ah, you found it. Now we can get down to the serious business of bedtime stories. Jody. Jody, you okay? You look pale. She looks dead tired is how she looks. Come on, Nathan, let's get her off to bed. Yes. Yes, hold on. Nathan, it's for you. Nathan. Nathan Dawkins. Verdammt, Spider-Man ist mir auf die Schliche gekommen. Nathan, what's up? They were coming back from my mother's truck. Wrong driver. Wrong side of the road. I can predict the future oder the Gegenwart. They're dead. Jody, let's get you off to bed. Nathan, stay right here. I'll be right back. Tja, aber er hat ja zum Glück schon eine neue Tochter. Sie sieht tote Menschen. Irgendwo habe ich das doch schon mal gesehen.
Pling. Oh. Schon ganz schön voll, dieser DNA-Strang. Jamal Sheikh Sharif, one of the most dangerous warlords in the country. He commands a heavily armed militia, using it to control several important districts in the city. Which means none of our humanitarian aid is getting through. You have to find Jamal and eliminate him. He relocates twice a day. Last time we pinpointed him was at the Zanaki Hotel, which is right here. Not much of a chance he's still there, but it's as good a place as any to start looking. You'll be on your own this mission. No direct engagement with the enemy. No backup. You identify and eliminate your target, then activate your GPS beacon so we can extract you. We need to get you out before sunrise, so don't waste any time. Now, the last American soldier that was captured here was pulled through the city behind a jeep. They found his head, one of his legs. Was das Sexy Flanders? Hui. I wouldn't recommend it. I'll be back before they even realize what's happened. Watch yourself out there, Jody. I don't want anything to happen to you. Jetzt nochmal Sex? Kannst du nochmal versuchen, ne? ich hab grad nicht aufgepasst. Das ist schon chronologisch danach, oder? Oder? Das andere wird keinen Sinn ergeben. We still have time before I go, right? Geschnitten. Verdammt. Aber ich find's nett, dass er mir die dreckige Wohnung verziehen hat nach 5 Jahren oder so. Good luck, Jody. Raiden. Raiden! Gameplay. Oh, doch nicht. Ich dachte, ich darf schwimmen. Einfach mit Aiden vermengt. Das ist in Ordnung. Jo, wie lange liegt diese Leiche da schon? Bitte, wenn das ein Skelett ist. No backup. Check that there are no soldiers around, Aiden. Du bist in Ordnung. Danke. Ich hab noch nie so ein schönes Kompliment gehört. Oh. Hä? Ich darf den gar nicht würgen, das ist voll Lügenlord-Spiel gerade. Hm, wo bin ich jetzt gerade? Ich hab wieder die. Da. Völlig offen und offensichtlich. Alles klärchen. Jetzt muss ich halt wirklich das Gelernte anwenden. Wieder mal. Ihr wisst, was letztes Mal dabei passiert ist, als ich das versucht habe. Denke an unterschiedlichen Rot und Orange, ja. Warum macht man das auch fast in der gleichen Farbe? Gameplay ist beschissen, also ganz im Ernst. Hm. Der andere ist nicht mehr hier. Irgendwie juckt's. Oh, scheiße. Hey! Hey, ich hab gedrückt in die... Hä? Digga, ich drücke in die richtige Richtung. Ausgewichen, ich habe alles versucht. Hm. Reicht ja, ne? Wie viel der da liegt. Okay. Ja. Und jetzt muss gegen Polizisten kämpfen. Jetzt ist es ja nur eine private Miliz oder Rebellen oder was auch immer.
Stark, aber nur stark. Ich vermute mal, dass du damit eine Trophäe verkackt hast. Oh, keine Ahnung. Ach. Dann soll es so sein, ne? Ich hasse es, vor allem dann, wenn der Gameplay auch einfach so hochgradig mittelmäßig ist. Die darf man töten. Das ist ein Videospiel. Ist der auch lustig gestorben in einer lustigen Position? Nö. Und haben eine andere Hautfarbe. Stimmt. Habe ich vergessen. Okay. So geduckt laufen ist so scheiße. Also ich glaube, das sind echt richtig beschissen. Ist doch sau anstrengend und macht wahrscheinlich mehr Geräusche, wenn du gerade läufst, weil du, weil deine Knie die ganze Zeit knacken, weil die so in einer scheiß Position sind. Achso, warte mal. So. Leon, war das nicht dein erster Mord? Der Typ davor. Kann schon sein. Ich weiß, welches Klischee das ist. Mord. Mord ist ein Klischee. Mord ist mein Hobby. See if you find anything. Haben wir nicht einen von den Polizisten schon ermordet? Ich glaube schon. Great, great. Now let's go. Also chronologisch. Ja, okay. Boah, ich habe jetzt schon so fett gar keinen Bock mehr auf dieses Kapitel. Fahrenheit gab es auch schon so einen Scheiß einmal. Das hat mir auch richtig abgefuckt. Ich verstehe nicht, was das hier so recht ist. Achso, das ist wieder so ein Geheimnis wahrscheinlich hier, ne? Ja, okay. Oh, hi. Na, warum waren wir eigentlich so gegen das Gesetz? So viel Rage Against the Machine gehört. Alles falsch in allen Ubisoft-Spielen. Aber denk dran, Rayman wird immer in unserem Herzen mit uns sein. Oder sowas. War doch die geheime Nachricht. Ich glaube, ich habe die gerade ganz korrekt zitiert. Ich habe die Übersicht übrigens verloren, wo ich lang muss. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Okay. Das ist irgendwie düster. Ich weiß auch. Motte. Wow, Action. Da muss, glaube ich, das Spiel auch durchspielen, ohne jemanden zu töten, oder? Das wird ätzend. Ja, dann,
War das ein rassistischer Kommentar? Ja. Ding. Oh, nein, 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 chill doch mal. Okay, den kann ich schon mal wegmachen. Oder auch nicht. Macht jemand Essen? Ich sage jetzt nicht wegen dem Geräusch, sondern weil hier wirklich jemand irgendwo schon wieder Essen macht in meiner näheren Umgebung. Heiße Frauen wollen mir Essen machen. Wollen, dass ich Essen rieche. Glück. Und noch 10 Kniebeugen. Der ist Rage-Quittet einfach. Ach ja, Online-Spiele. They've gone. Dieser Tisch ist ganz schön sauber. Jamal. He was here. Da gibt es ja eine Trophäe, 20 Mal hintereinander gewinnen, ohne zu sterben. Nein, das wüsstest du schon. There's one not far from here. Should be easy to find. Was muss ich jetzt machen? Also ich will jetzt, soll jetzt zur Kirche oder weiter oder was? Und keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Oh, ich will nicht mehr die Blödsinn hier spielen. Das macht keinen Spaß. Vielleicht wurden die Server auch schon abgestellt, wer weiß. Die geht schon automatisch? Nee. Naja. Ja, komm, den. Warte mal. Kein von den töten, das ist natürlich übel. Ich wollte eigentlich, ja, da so hin. Sehr ein sneaky Weg. Kirsche. Die Kirsche auf der Torte. Die Kirche auf der Torte. Also willkürlich, wen einen killen oder übernehmen kann. Ich kenne so einen Schüler mit der Aiden-Mechanik, aber frei. Ich wollte gerade sagen The Darkness, aber nee, so funktioniert The Darkness nicht. Aber The Darkness hat auf jeden Fall einen cooleren, Zweit-Character im Main-Character drin. Der von Mike Patton synchronisiert wird. Ach, The Darkness. Kann ich davon so ein paar ermorden? Das ist doch langweilig.
Oh, warte mal, kann ich da so... Nee, ich dachte, da könnte ich jetzt nicht so erinnerungsmäßig was machen, aber das ist ja ein bisschen bescheuert. Da unten ist, glaube ich, einer. Oh, das war geil. War ein Darkness 3. Ha! Ha, ha. Ja, es gibt ja Gerüchte, dass ein Darkness 1 Remake oder Remaster vielleicht in Arbeit ist oder kommen könnte. Und wenn das erfolgreich ist genug, vielleicht kriegen wir da mal einen dritten. Wer weiß. Hab ich gerne gehört. The Darkness 3. The Darkness 2 aber den Plot-Twist des Jahrtausends und dann so, ja, tschüss. Nichts mehr. Kroff. C ist sehr in der Nähe von Krog. Was? Das war... Wieso funktioniert das nicht? Ich raff es nicht. Jetzt funktioniert's, danke. Ich war gerade abgelenkt vom Chat. Ihr seid daran schuld, dass ich den ermorden musste. Ermorden. Ich habe leider Überlicht verloren, wo ich lang muss, aber da leuchtet so schön, deswegen gehe ich da lang. Ich hoffe, das ist okay. Oder kam ich gerade von da? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe doch freie Kamera. Wenn ich den jetzt erwürge, das checken die schon, glaube ich. Ich habe komplett die Übersicht verloren. Meinst du? Warte mal. Können wir so ein Doppelattentat machen? Okay. Habe ich verstanden. Guter Content. Ups, falsche Taste gedrückt. Oh, diese Kameramann. Der Kameramann. Ihr seid ja gut, ne? Ihr seid hier Snakes in Metal Gear Solid 4. Am Anfang, der trägt auch, sieht auch so aus. Das ist sowieso voll Metal Gear Solid 4 hier. Bei Nahosten, hoppala. Das ist klischeehaft, weiß ich nicht. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ach, leck. Mich doch am Arsch. Ich habe halt echt die Übersicht verloren. Weiß nicht, wo die verfickte Kirche ist. Dunlop hat da eine gesagt. Für 3 oder 4 gerade. Oh, ja, Folge ist eigentlich vorbei. Passt, ganz gut. Jetzt mache ich erstmal wieder das hier und... Digga, das ist so... Das ist so gestört einfach nur. Dieses ganze Kapitel ist ein bisschen... Naja. Warte mal. Erste Folge war Plem Plem. Zweite Folge war das Date. Und das ist die dritte hier gerade, ne? Genau. Das heißt, jetzt kommt Folge 4. Bis hier. Tschüss!